Ahoi und willkommen zu einem neuen Video. Ich hatte mir ja das E-Bike gekauft, das Moonraker, und relativ lang, relativ schwer. Das heißt, Radstand 1,27, wiegt auch 27 Kilo. Und naja, ist die Frage, wie gut geht das dann auf technischen Trails? Ich meine, alles, solange es gut geradeaus geht und runter, ne, alles super, geht auch hoch richtig gut. Die Feder funktioniert ja, wie wir im anderen Video gesehen haben, richtig toll. Die Frage, wie gut funktioniert das Bike auf technischen Trails? Kann es ich nur nicht oder kann das Bike das nicht? Wir probieren es einfach mal aus, aber ich denke, das funktioniert ganz gut. Ich habe mir jetzt in Trutnow hier mal zwei Trails rausgesucht, die wir mal fahren, wovon ich euch ein paar Ausschnitte zeige, und schauen wir mal, wie gut das dann wird. So, dann wollen wir mal gucken. Hier geht es jetzt schon mal so ein bisschen technisch los. Dann geht es jetzt mal in den mittleren Abschnitt von der Boulder und einer der schönsten Abschnitte mit hier. Und schauen wir mal, wie das klappt. Auf den Felsen. Na, das klappt auch schon mal sehr gut. Ja. Yeah. Ah, der Gang war doch ein bisschen zu leicht. Puh. Sehr schön, das klappt doch gut. So. Jetzt hatte sich meine Kamera einfach mal zwischendurch kurz ausgeschaltet, das hatte ich aber Gott sei Dank gemerkt. Oh.
Okay, ich bin jetzt hier an der nächsten schwarzen Strecke angekommen und hier geht ja nur so ein paar Meter rauf. Nach rechts geht ja wie üblich die Perni, aber wir fahren jetzt links in die schwarze. Also schauen wir mal, wie gut das klappt. Boulder hat schon sehr gut geklappt. Gucken wir mal. Die ist jetzt noch mal ein bisschen anspruchsvoller. Sehr schön. Das geht doch schon mal echt ordentlich los hier. Hier muss man immer aufpassen, dass man nicht so leicht hängen bleibt. Hopp. So wie ich jetzt. So, das brauche ich nicht probieren, da ist mein Fahrrad wirklich zu lang zu. Da geht mein Vorderrad dann schon bergab, während das Hinterrad immer noch nach oben geht. Da würde ich komplett aufsetzen. So. Der Teil hat doch schon mal sehr gut geklappt. Mal gucken, was die Kamera macht. Läuft auch noch. Ja, schön. So, schon mal einen Abschnitt geschafft. Klappt sehr gut. Fahrrad fühlt sich echt gut an. Puh. In der Sektion hier nehme ich wie immer die einfache Leine. Da will ich jetzt nicht gerade Chicken Line zu sagen, aber
Etwas unkonventionelle Leine funktioniert aber. Das hat doch auch schon mal gut geklappt. Ja, das hat auch schon mal geklappt. Und jetzt kommt die schöne S-Kurve, um die ich irgendwie nie rumkomme. Sehr schön. So, da sind wir eigentlich schon wieder so gut wie am Ende vom Video angekommen. Klappt sehr gut mit dem Fahrrad. Ich fühle mich richtig wohl da drauf. Macht ehrlich Spaß zu fahren. Wirklich auch ein toller und anspruchsvoller Trail. Das funktioniert also. Und viel Schwierigeres fahre ich also nicht mehr. Also alles gut soweit. Ja, ihr wisst wie immer, ich freue mich auf den Daumen nach oben. Könnt ihr mal in den Kommentar schreiben, was ihr mit dem E-Bike so fahrt. Und wir machen noch nicht ganz Schluss. Ich hänge hier noch so einen ganz kleinen, kurzen Trail hinten dran und bin dann weg. Also, wie üblich, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.